Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge aus dem Premium-Laden. Die wird relativ kurz, denn es gibt diese Woche nur das PayPal-Angebot. Da gibt es den Jagdtiger Tier 8 Premium-Panzer, Garagenstellplatz 5500 Gold und 30 Tage Premium-Spielzeit sollen gratis sein. Es sind insgesamt 17.800 Gold. Die haben normalerweise einen Wert etwas über 63 Euro, werden hier für 54,45 angeboten. Und es ist ein Ersparnis von etwa 13% und das sind 326 Gold pro Euro. Das Angebot ist also diese Woche irgendwie schlechter als die vergangenen Wochen. Da gab es also immer ein bisschen mehr Gold pro Euro. Vielleicht liegt es daran, dass es heute am 1. Mai noch Spezialangebote gibt, nämlich, okay, doppelte Erfahrung für den ersten Tagessieg, das ist egal. Es geht hier um die ganzen Pakete, denn zu jedem 8er Premium-Panzer soll es 30 Tage Premium-Spielzeit gratis geben. Und ja, das sind ganz gute Angebote, wenn man sich überlegt, dass 30 Tage Premium-Spielzeit ungefähr 10 Euro sind, etwas über 9 Euro, wenn man es in-game kauft für 2500 Gold, dann sind das hier also rund 10 Euro geschenkt bei Paketpreisen um die 40 Euro und es sind bei allen Paketen so um die 20%, also deutlich mehr als es sonst gibt. Und wenn man sich hier als Beispiel mal den Löwen anguckt, ich denke, das ist hier so das beste Verhältnis, was wir haben. Der kostet normalerweise 12.500 Gold, dazu einen Garagenstellplatz und eben die 30 Tage Spielzeit für 2.500 Gold. Dann haben wir hier einen Wert von 15.300 Gold und die haben, wenn man sich für 50 Euro Gold kaufen würde, ein Eurowert von 52,71 und das ist ein Ersparnis von etwas über 16%. Angeboten wird es hier für 43,95 und das entspricht 348 Gold pro Euro. Und das ist doch etwas mehr, als es in den vergangenen Wochen gab. Bei den anderen Paketen ist es ähnlich, beim D34 dann entsprechend ein bisschen weniger. Aber die Pakete nehmen sich nicht viel und ich denke, hier kann man ein bisschen was sparen. Im Forum sind allerdings immer wieder Leute dabei, die sagen, ah, man soll doch einfach den Premium-Panzer ein bisschen günstiger machen und diese Premium-Spielzeit weglassen. Davon haben die schon genug. Und ja, ich denke, da ist was dran. Wenn jemand so ein Jahrespaket Spielzeit gekauft hat, dann braucht er natürlich diese 30 Tage nicht. Dann will er hier einfach nur den Panzer vergünstigt haben. Und für die Leute ist es dann eben nichts. Okay, das war's dann schon aus dem Premium-Laden und zum Spezialangebot. Ich nehme mal an, dass vielleicht morgen dann schon ein neues Angebot kommt. Also werden wir sehen, ob ich dann ein neues Video machen muss. Bis dahin, fahrt vorsichtig.